Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir sind in einer Bar. Können wir hier irgendwas machen? Kaffee! Kaffee! Mann, nach all den Vorkommnissen hier, verspüre ich den Drang, mich hier mal so richtig volllaufen zu lassen. Einen Appletini, bitteschön. Hier gibt's das zum Abspielen. Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen und ich weiß nicht. Ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich habe die Menschen hier als bloße Fußnoten zu meinem Artikel angesehen. Etwas Herzzerreißendes. Als die Leute dann zu verschwinden begannen, war ich außer mir vor Freude. Das war eine große Sache. Aber jetzt sind die Menschen verängstigt, weil eine Fuchsstörung bedeutet, dass wir alleine sind. Ich bin hier gefangen wie alle anderen. Eine weitere Fußnote. Noch ein Opfer. Okay, man hat jetzt leider nicht alles verstanden, weil der Typ dazwischen gequatscht hat. Frechheit! Aber unsere Hauptaufgabe ist es ja im Moment gerade, dass wir mal zu Bates kommen. Und ich glaube irgendwie, dass es hier nicht weitergeht. Ich schau kurz auf die Karte. Sieht nicht so aus, okay. Das heißt, wir verschwinden mal wieder von hier. Da gibt's einen Schacht. Aus dem kommen wir ja nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, von hier kommen wir. Das sieht irgendwie ungesund aus. Dieses Gefühl von Sicherheit, weil das Alien nicht mehr da ist, beruhigt mich etwas. Aber wir haben ja gehört, dass die Androiden jetzt anscheinend komplett durchgedreht sind. Kommen wir von hier? Ich glaube. Aber ich bin nicht sicher. Moment, also wir sind jetzt hier. Wir müssen dahin. Ich gehe mal doch in den Luftschacht rein. War das hier? Ja. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Mich wundert es gerade, dass Amanda gegenüber Waits jetzt gerade so vertraut war, nach dem, was er angestellt hat. So, ich bin gerade draufgekommen, wir brauchen auf jeden Fall Medikits. Und nicht nur eins. Ich rede von Dutzenden, die wir uns in den Arm jagen und wenn der durchlöchert ist, in die Stirn. Okay, drei sollten aber reichen, das heißt, vier haben wir jetzt, okay. Und gleich nochmal. Das wollte ich jetzt gar nicht. Sollst du nochmal ein Medikit reinjagen? So. Okay, ich überlege gerade, ob ich nicht auf was anderes wechseln soll als die Knarre, weil ich vermute mal, dass jetzt vor allem Androiden unser Problem sein werden. Die Axt! Um Gottes Willen, nimm die Axt! Mann! Soll ich? Klar. Was zum... Was war das gerade? Und was ist das? Ich wechsle mal ganz kurz auf. Ich mache ein paar Minen. Gerade bei Androiden sind, glaube ich, die EMP-Minen am besten geeignet, um ihnen das Leben etwas schwerer zu gestalten. Verdammt. Okay. Ich drück das jetzt einfach mal.
Komm schon. Hey, das sind doch die von gerade eben. Oh Mist. Ich meine, einerseits bin ich dankbar dafür, aber andererseits wären mir ehrlich gesagt menschliche Gegner lieber. Wer schießt auf uns? Ich habe doch gerade definitiv einen Schuss gehört. Mann, der hat mich erschrocken. Junge, alles okay? Keine Angst. Ich tue dir nichts. Mann. Fall mir jetzt ja nicht in den Rücken. Der da oben schleicht durch die Gegend. Ist das ein Mensch oder ist das ein Android? Das ist definitiv ein Mensch. Ich bin bereit. Und der Typ, der da gerade unten vorbeigeschlichen ist, macht mir gerade etwas Probleme. Oder zumindest Sorgen, weil der hat eine Pumpgun. Haben wir zwar auch, aber nur 4 Schuss. Und ich bin mir sicher, dass der auf uns losgehen wird. Wo ist er denn? Der war doch gerade hier. Ach, da kniet er. Bist du auf unserer Seite? Nein, 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 nein. Nein. Wow! Verdammt! Du Idiot, wir sind hier jetzt im selben Boot. Kriegst du das überhaupt nicht mit? Mann! Sorry, Junge, aber selbst schuld. Oh, oh, oh! Naru? Okay. Puh. Wohin, wohin, wohin? Da rein? Nein. Keine Panik, Junge. Du bist sicher. Mann, Junge. Checkt ihr einfach nicht, dass wir hier gerade wirklich alle in derselben Situation sind? Mit wem redest du? Ich hoffe, du bist allein. Blende dich mal. Ach, verdammt. Ich bin ja fast tot. Ah. Das war jetzt gerade eigentlich nicht geplant, aber ich glaube, es hat uns gerade das Leben gerettet. Danke, Pumpgun. Oh, Junge. Wow. Ich tue dir nichts. Aber ich hätte es fast getan und dir deinen Schädel eingeschlagen.
Singsang. Waren wir hier schon? Nee. Okay, ich gehe mal da rein. Telefonzelle. Ja. Okay. Was war das hier? Ach, das sind so Schlafkapseln, verstehe. Okay. Hilfe! Haste, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anisidora geblieben? Die haben mich im Labor drüben im Systec-Turm eingesperrt. Ja. Sei still! Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus! Aufzüge sind außer Betrieb und überall liegen Leichen rum. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Aber es ist zum Glück ja nicht mehr da. Untertauchen. Nix. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anisidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Ja, ja, der Alkohol lockert die Zunge. Und manchmal fallen dann Sätze, die man später bereut. Zum Beispiel, glaub mir, ich kann so weit springen. Irgendwie glaube ich, wir können hier nichts mehr machen. Hey. Mann, sehe ich so furchteinflößend aus, dass er sich immer wegduckt? Waits, mir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits! Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Ich wollte mich rächen. Wait. Finden Sie eine Alternativroute? Okay. Verdammt, die haben mir die Möglichkeit zur Rache genommen. Alternativweg. Strom wiederherstellen. Nur wo? Das ist zu? Muss ich jetzt erst wieder nach oben, wo ich schon war? Mal schauen. Ja, bitte, gerne. Nee, also ich bin mir sicher, dass das hier nicht der richtige Weg ist. Außer jetzt ist eine der Türen hier offen, die vorher nicht offen war. Ah, okay. Das heißt, ich speichere nochmal ganz kurz. Okay Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.